Ja, leg auf die Platte, DJ. Oh yeah. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon, dem Online-Multiplayer mit mir und Yoshi, Dendo, beziehungsweise dem Splatfest 2016 Reich gegen Fit, beziehungsweise Team Vital gegen Team Kapital. So, gut. Wir sind wieder hier auf der Schollensiedlung. Und wir müssen mal wieder unser Revier markieren mit unserer Tinte. Ja, dann gucken wir mal. Beim letzten Mal ist ja die Schollensiedlung ein bisschen, ja, war nicht ganz so gut gewesen. So. Alles schön einfärben hier. Das ist wichtig. Also beim letzten Mal haben wir leider, glaube ich, wir haben ganz knapp gewonnen mit 0,7 plus. So, gut, ich war da. Ja gut, das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen, wenn ich da so schnell hingehen wollte, aber okay. Da spielt ein Tim mit. Ich glaube, ich habe einen Nubi. Ja, das ist ein Nubi, glaube ich, weil der sich viel zu lange mit einem Bereich aufhält. Aber okay. Wir haben natürlich nach Weihnachten sehr viele neue Nubis bekommen und du gehst mal weg da bitte. Das möchte ich hier gar nicht haben. So, dann gehen wir mal hier hoch. Juhu. Oh, bisschen Farbe. So, dann können wir mal hier rüber ein Ding schmeißen. Mal gucken, wo es landet. Wird schon irgendwo landen. Wird schon irgendeine Aufgabe erfüllen. Aua. So, das Ding ist wieder fertig. Wartet. Machen wir mal da hin. Wunderbar. Tim soll jetzt nicht so rumstehen. Okay. Der weiß wohl die Steuerung noch nicht so ganz. Was war ich da eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe es irgendwie überlebt. Oh, ich habe den auch überlebt. Cool. Sehr schön. Oh, jetzt den überlebe ich nicht mehr. Den habe ich überlebt. Aber war knapp. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. TV-Stand. Tut mir leid. Die Zeiten sind ja nicht mehr so, dass man sich LP in den Namen haut auf YouTube. Ist ja. Das war ja mal so und ist jetzt nicht mehr so. Hilfe. Boah, der will es echt wissen, der Typ, ne? Ah, schade. Na gut. Oder HD oder LP oder XXX oder keine Ahnung, wohl XXX wird immer noch gerne benutzt. Oh, da mal ein Sprinkler hin. Okay, war nicht ganz so gut platziert, aber egal. So, über die Bettdecke wieder rüber. Ich muss hier mal kurz aufhalten da hinten. Stopp. Bleibst du stehen. Dankeschön. So, war das auch geklärt. Boah, die haben ja echt ganz schön, also die sind schon stark, die Gegner, muss man mal sagen. So, ich kann gerade hier nicht so viel ausrichten. Ja, Tim, mach du mal hier sauber. Ist okay. So. Jetzt auch gerade schon wieder alles orange. Hi, Julius. Boah, ich habe schon 1000 Punkte. Was habe ich hier gemacht auf der Map? Autsch. Und da krieg aufs Maul. Okay, gut. Das war nur berechtigt. So, letzten 7. Krieg noch was voll. Ne, krieg nichts mehr voll. Ich kann nur noch so kleine Dinger machen. So, und das war's. Ui, das sieht echt interessant aus, die Map. Ich glaube, die haben sogar gewonnen. Das haben sie auch. Interessant. mal gucken. Okay, ich glaube, ich habe auch. Guck mal, die haben alle. Okay, wir haben zweimal gleich gefahren. Was habe ich denn? Ich habe eine Stufe 13 und 8 gehabt und die hatten eine Stufe 9 und 15. Okay. Ja, ist okay. Passt. Dann haben wir halt mal verloren. Und wir sind Stufe 35. Juhu. Wenigstens immerhin etwas haben wir gewonnen dadurch. So, Kampf fortsetzen. Tja, das passiert halt mal, ne? Ah, Stufe 13 der Krieg schon mal. Hm. Oh, ja, geil. Nubis Team. Geil. Ja. Mir fällt mal gerade so auf, habe ich gerade überhaupt schon 10, 11, 18, 19, okay, lol, genau die gleichen Verhältnisse, ist ja lustig. Okay, cool, das wird ja interessant. Nubis gegen Nubis, also mit einem Erfahrenen. Ist wie so eine kleine Gruppe, wie so eine kleine Kindergartengruppe. Weil es ein Erwachsener und die anderen sind Kinder. Oh, so ist das hier auch gerade. Färbe möglichst viel eine, mein Mindset. Machen wir. Ich habe einen Sniper, was willst du mit einem Sniper hier? Ich weiß auch nicht. Okay, drei Roller und einen Sniper. Hm, von mir aus. So. Lalalala. Ich mach mal hier links. Oh.
Oh, ich nehm's zurück. Ich bin eigentlich erfahrener Profi hier in dem Spiel. Hust und so, ne? Ui, das war peinlich. Oh Gott. So, komm schon. Ich brauch Tinte. Tinte, die Tinte. Wunderbar. So, jetzt fallen wir nicht nochmal runter. Das ist auch knappe Sprünge teils, muss man sagen. So. Wunderbar. Zack. Und zack. Und da geht auch schon der Sniper irgendwie ab. Hör ich gerade. Da ist ein Sniper. Wusste ich's doch. Wo muss der Sniper ja sein? Ah, den kriege ich noch. Weg damit. So. Snipern gesnipert wird hier nicht. Ganz einfach Geschichte. Wer snipern will, der soll bitte woanders hingehen. Was waren die da hinten? Okay. Tschüss. Von mir aus. Das war interessant, was sie da, die beiden da gemacht hatten, aber okay. So, dann machen wir mal dahin. Ist das ein. Okay, ist ein grüner. Ich dachte, er wäre ein orangener gewesen. Wäre lustig, wenn der Sniper so die ganze Zeit auf mich gezielt hätte. Aber, nee, es war nicht vom anderen Team. So, machen wir nochmal alles ein bisschen sauber. Lalalala. Ja, und wie man sieht, auch hier ist wieder das gleiche Problem wie bei den anderen. Ja. Die anderen kommen ja nicht von ihrem Spawn weg. Das ist schade. So. Oh, ich hab. Wow, okay. Ich habe vergessen zu springen, aber es ging noch. So, und damit bin ich auch schon bei ihrem Spawn hier, wie man sieht. Naja. Ich kann ja mal. Einfach aus Just for Fun einfach mal da so ein. Ja, obwohl, da wollte ich gar keinen Springtein machen, aber okay. So, noch uno minuto. Obwohl. Ich auch ganz schön viel. Also wir haben genau die gleiche Anzahl an Lubis. Das ist schon interessant, dass trotzdem noch immer das andere Team schlechter ist. So. Wunderschön, ja, alles bekleckseln. Tja. Hier wird nicht mehr so viel passieren im Match, das sei euch, Leute. Ja, komm, hier nochmal ein bisschen was. Grün, blau. Alter, krass. Oh, okay. Aber ich glaube, der eine Spawn-Camp da oder dieser Oh, ja, die Spawn-Camp da. Ja, das ist doch wieder doof, Leute. Also, hätte ich jetzt Voice-Chat, würde ich sagen, hört auf zu Spawn-Campen. Weil das ist echt doof. Weil das muss echt nicht sein in dem Spiel. Von mir aus sollen die hier ein bisschen. Die sollen von mir aus ein bisschen kommen, aber Spawn-Campen ist halt echt lahm dann halt, ne? So. Und das war's. Tja. Ho, Alter, die Map, ey. Die Map, die Armen. Oh, Mann. Boah, das ist echt eine richtige... Puh. Das ist schon hart. Ach, ja gut, aber ich hatte auch Noobies halt ein Team, ne? Also, wohl der Way hat gar nichts gemacht. Was war da los, Way? Du solltest sie doch unterstützen, die Kleinen. Manno. Ach, ja. Na gut, hilft ja nichts. Wir haben gewonnen. Das ist halt leider mal Fakt. So. Die nächste Map. Ich habe noch gar nicht die Dekaban-Station gehabt. Hätte ich auch mal ganz gern wieder. Jetzt noch eine schöne Musik. Nein, die höre ich schon die ganze Zeit. Nein, die auch nicht. Ja, von mir aus. Quellen sind immer schön. So, wir warten auf die Gegner. Der Count ist gerade stinken geblieben. Verbindung zum Demon unterbrochen. Du wärst schon in die Lobby gebracht. Aber er hat doch gerade was gefunden. Mando. Ist doch doof. Fremdverwerfung gesucht. Bitte warten. Oh, geil. Level 5er. Geil. Oh, Level 10er. Sehr schön. Also, ich habe mal wieder ein Nubis Team. Luke. Ja, Luke wie ein Nubi einschätzen. Also ich sag nicht Nubi, sondern also dieses mit N-E-W, also neuer, Neuling, ne? Nicht Nubi. Das meine ich gar nicht, wo das ist eigentlich auch der Fall. Und die haben auch so drei, also eigentlich wieder so die gleiche Situation, die gerade. Ein Erfahrener, drei Neulinge. Okay. Ah, wir haben einmal Resort. Okay, ist schon cool im Map, aber meh, hätte gerne noch die andere gesehen. Färbe möglichst viel ein. Mein Resort. Oh, let's go. Wieso bleibt der eine beim Spawn stehen? Der muss noch eine Menge lernen, der Typ.
Ah, natürlich muss der Luke jetzt hier hingehen. Bleibst du unten, gehst du unten hin, dann geh halt hier links hin, so. Alter, warum hat denn der eine Orangene da? Der ist ja schon gut dabei, du. Aber zum Glück gibt es immer noch keine Hacker in dem Spiel, weißt du? Das ist immer noch sehr lobenswert, muss man ja sagen. Obwohl, glaube ich, die Möglichkeiten bestehen würden, dass es Hacks geben könnte in dem Spiel. Aber bisher ist noch alles gut dabei. Haha. Gut, habe ich es auch neu erledigt. Wunderbar. Sie hätte eigentlich, ich glaube, sie war neue, sie hätte eigentlich halt, wie gesagt, den Roller eigentlich schwingen müssen. Aber okay, ist halt Neuling. Weiß man halt noch nicht so die ganzen Taktiken. Fabi, was ist denn hier los, mein lieber Kasu? Was machst du da die ganze Zeit unten in der Tinte? Du sollst auch mal rauskommen. Kleiner Tintenfisch. Oder glaube ich jemand das Ding. Aua, ey. Oder das ist doof. Okay. Tschüss. Wo ist der andere Typ jetzt hin? Irgendwie weg. Oh, da hat einer keine Tinte mehr. Ihr habt auch sehr schön. So, hier unseren Bereich mal wieder ein bisschen blauer machen. So. Und der Wasser geht wieder runter. Der Wasserspiegel fällt. Ach, ich muss das ja so verstehen. Das heißt... Obwohl, das hier ergibt gar keinen Sinn, diese eine... Oh, hoppsa. Da habe ich gerade zu viel nach unten geschaut. Diese mittleren Plattformen ergeben gar keinen Sinn. Die schwimmen einfach so in der Luft. Das finde ich ein bisschen schade. Die müssen eigentlich am Boden verankert sein, weil jetzt verstehe ich das erst. Die sind nämlich hier... Obwohl, guck mal, die sind alle richtig. Die sind nicht am Boden... Guck mal, die sind am Boden verankert hier, siehst du? Das ist richtig. Und das hier sind so schwimmende Plattformen. Also, jetzt verstehe ich das erst, wie das hier geht mit der Logik. Ach, Manno. Aber warum haben die es denn da nicht gemacht? Guck mal, da, die fliegen einfach nur so in der Luft rum. Ach nee, die sind damit noch verankert. Ah, jetzt sehe ich das erst, oder? Oder sie hört nur von der Textur so aus. Kann auch von der Textur so aus. Oh, jetzt haben wir Gefahr. Das ist jetzt aber doof. Was ist jetzt passiert auf einmal? Oh. So. Oh, mein Dings ist fertig. Sehr schön. Und los geht's. Oh, sind die da verankert mit... Glaube ja, ne? Wunderbar. Mal kurz gucken. Hm. Doch, Tatsache, die haben da so ein, noch so einen länglichen Dings. Oh, ich darf eigentlich so weit hin schon gerade. Bin ich aber auch doof jetzt hier. Wo sind eigentlich meine Leute hin? Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, haben die nochmal so ein extra. Ja, die haben da so eine extra Verankerung. Okay, dann ist alles okay. Dann ist es berechtigt, dass die da so aussehen, als wenn sie in der Luft schweben würden. Aber weil auf einmal jetzt hier mit meinem Team nochmal zum Schluss los war, das ist komisch. Hm. Ja, das ist jetzt doof. Was ist da passiert zum Schluss? Hm. 30-60. Nicht gut. Ah, nicht gut. Naja. Wenigstens haben wir jetzt das Geheimnis gelüftet. Die fliegen nicht im Wasser rum, sondern sie sind befestigt an so einem Punktstück. Ja, gut. Ja, wieder verloren. Passiert halt, ne? So. Hohoho. Und der nächste Match. Oh, wieder ein Level 6er. Hm, Stufe 6er. Auch wieder ein Nubi. Und der letzte. Wer wird es sein? Ein Erfahrener oder ein Nubi? Wir werden es gleich herausfinden. Bitte bleiben Sie dran. Ein Nubi. Okay. Wohl kann man schon Stufe 16 sein seit Weihnachten, wenn man suchtet? Ja, kann man auf jeden Fall bestimmt, ja. La, 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 la. Oh, da sind auch nur Nubis. Okay. Hey, einzigster Stufe 35er. Okay, cool. Gut, die können wir fertig machen. Bitte gib mir jetzt mal die Kavernstation. Oh. Ey, mein Maris, heute ist aber irgendwie so ein Spiel. Wenn du einmal die Gegner hast, dann hast du sie. Dann kommen sie dann nicht mehr weg. Und das ist irgendwie gerade langweilig, muss ich sagen. Aber okay, dann gehen wir halt nochmal da ran an die Sache. Und jetzt schau ich mir nochmal die eine Stelle da an. Weil Just for Fun und so. So. Ich muss mir aber die Station, Plattform nochmal anschauen. Naja, ah, Tatsache, die sind ein bisschen höher. Ja, ja, genau. Das Wasser ist da höher. Okay, gut. Ja, jetzt verstehe ich jetzt die Map. Ja, ja. Und diese schwarzen Plattformen sind ja einfach nur fest verankert. Und das hier sind halt schwimmende Plattformen. Ich muss ja ein bisschen aufpassen hier auf meine, Freunde.
Ah, cool. Gut gemacht, mein Lieber. Da hat jemand das Ding verwendet. Oh, hallo. Mama, danke. So. Hallöchen. Okay, von mir aus. So. Hilfe. Okay, ach gut, der ist runtergesprungen. Von mir aus. Autsch, au. So, ich will mir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wie ihr seht, Leute, da die sind ein bisschen. Da seht ihr, da unten ist auch noch mal so eine Verankerung. Finde ich echt cool gemacht, muss ich sagen. Nee, da winkt Sinn. Ich möchte nicht schon wieder spawn campen. Nee, ich möchte nicht spawn campen. Spawn campen ist doof. Wir sollen ein bisschen Chancen haben, sonst ist er ja langweilig. Oh. Ich habe auch noch gar nicht so viel Sprinkler platziert. Fällt mir mal gerade so auf. Autsch. Muss ich auch mal tun, ne? Aua. Aua. Sprinkler, du. Okay, habe ich getroffen. Geil, sehr schön. Hi. Wie geht's? Autsch. Aber wir halten es durch. Wir sind eine tougher Squid. So, was hat er denn da? Er macht die Wand, die nicht geht und die auch gar nicht zur Bewertung mitgeht, aber okay. Er macht halt die Wand. So, ja, wie man sieht, die sind schon ja ganz schön in ihre Schranken zurückgewiesen worden. Hä? Ich habe ihn durch... Was? Ich habe gerade drei Leute... Okay, von mir aus habe ich halt nochmal drei Leute erledigt. Oh, oh, böse. Komm, ich mach mal hier unsere Arena nochmal ein bisschen, unsere Areale. So. Wunderbar. Vielleicht hier auch nochmal alles schön bunt. Ah, keine Tinte mehr. Okay, von mir aus. Gut, das haben wir auch. Haben wir sonst noch irgendwas hier auf der Map? Ja, hier ist noch was. Das hier ist noch nicht. So. Dann gehen wir nochmal ein bisschen hier hin. Obwohl, ne, die haben auch noch Gefahrmodus. Alles klar. Und die müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. So, und zum Ende machen wir nochmal eine schöne Rakete. Wohl machen wir das? Oh, warum nicht, ne? Ja, und eine Rakete. Ganz einfache Geschichte. Ein bisschen fies vielleicht, aber naja, gut. Ja, das haben wir gewonnen. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, wir machen aus. Aber... 7-0. Okay, cool. Schaffe ich auch nur hier. Naja. Aber Leute, es fehlt nur noch ein Punkt zum nächsten Titel. Und deshalb nehme ich euch noch weiter mit. Hier in diesem wunderschönen Splatfest. Und dann machen wir auch wieder aus. Ich meine zwei paar Zeichen so für ein Splatfest. Finde ich jetzt auch gerade nicht wieder so spannend. Vor allem mit den ganzen Neulingen. Da möchte ich denen nicht den Spaß verderben, weißt du. Sollen sie unter sich ausmachen. Und dann passt das schon. Ja. Nur ist halt gerade auch. Ich hätte gerne noch mal die Dekaban-Station gesehen. Wäre gerade echt schade, gerade nur mal My Resort gespammt wird als Map. Ja. Der Richter. Wer kennt den nicht? Den Richter. Hab schon wieder Nubis im Team. Aber ich finde echt krass, wie viele neue doch gekommen sind bei Saturn. Das merkt man schon. Das ist schon krass. Volle Kanne Vital-Fan. Oh yeah. Ja, alles auch als Nubis. Gut, passt ja. Gut, Leute, letztes Match hier bei diesem Splatfest Vital gegen Kapital. Und... bei My Resort. Ja gut, von mir aus. Ist ja schön. Egal. Ich beschwere mich nicht mehr. Wir machen hier nochmal ein schönes Match. Und dann passt das. Oh, goldene dreimal. Die Airbrush RG dreimal. Das ist schon nicht schlecht. So. Was macht mein Team? Da ist stehen geblieben. Ach, die machen erstmal den Spawn. Ja gut, da muss man ja machen, ne? Ja, ne? So. Oh. Wenig Tinte, alles klar. Da kommt der andere gerade von links. Müssen wir uns mal merken. Von links kommt gerade einer. Oh, ach komm schon. Bisschen daneben getreten. Na gut. Das war schlecht von mir. Wow. Wow. Die haben wirklich auch meinen Sprinkler kaputt gemacht. Toll. Zwei finde ich aber schon fies, muss ich sagen. Aber ich sollte mich damit nicht zu lange aufhalten. Warum geht nämlich schon wieder die Palle ab da oben? Oh, scheiße. Ach, wenigstens.
Boah, geile Haftbomben. Geil gemacht, mein Lieber. Gut gemacht. So, jetzt mache ich aber trotzdem mal noch einen Schwinkler hin. Wunderbar. Und da kommt schon wieder was. Das ist ja nervig. Ich will da gerade mal meinen Sprinkler platzieren und schon passiert das wieder. Oh Mann. So, jetzt bin ich aber auch mal hier am Zug, Leute. Das kann so nicht angehen. So, du gehst weg. Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen ernst spielen. Das geht nämlich gerade gar nicht. So. Hier noch mal ein bisschen Spaß. Boah, der eine dauert die ganze Zeit mit seinen doofen Raketen, ey. Weg damit. So. Wir sollen gerade mal hier ein bisschen serious spielen. Da geht sonst hier nicht weiter. Ich habe keine Tinte mehr. Tinte. Tinte. Oh, ich habe keine Tinte mehr. Was hat das denn gemacht? Schade. Oi, oi, oi. Boah, Alter, der eine mit. Einer macht hier die ganze Zeit diese Dinger, ne? Das ist echt schlimm. So, jetzt muss ich aber hier nochmal ein bisschen schauen. Wir sind immer im Gefahrenmodus. Warum? Leute, macht was. Bitte. So, ich mach doch schon genug hier. Komm schon. Mach mal hier voll. Rakete. Mann, das ist doch alles so orange hier auf der Map, ne? Das ist so zum Kotzen wieder. Aber okay. Du sollst aufhören damit. Geht doch, dankeschön. So. Ich bin aber auch ein bisschen verletzt. Okay, alles gut. Dich habe ich gesehen, mein Lieber. Du brauchst dich gar nicht dazu verstecken. Von mir aus. Ich habe es noch losgeschossen. Ist mir egal. Mach mir fertig. Nika. So, damit habe ich mal ein bisschen was ausgeglichen. Gerade durch meine Tour hier. So, hier auch nochmal. Oh, Leute, komm, das muss nicht sein. Weg damit, so. Der Gute muss hüpfen lernen, sonst wird das leider nichts. Hier. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen was. Ganz schnell nochmal. Ich habe keine Tinte mehr. Oh Gott, ich habe nochmal ein Dings losgejagt. Zum Schluss, aber dir auch. Ach Mann, schade. Okay. Das war interessant. Entweder von meinem Team schlecht, oder auch von denen sehr gut. Wir wissen es nicht ganz genau. Ja, okay. Ja gut, Leute, dann will ich vorstellen, was ist hier für ein Part von diesem Splatfest auch. Wir werden ja bei diesem Part sehen, wer gewonnen hat oder ihr erkundigt euch selber oder steht auch in der Videobeschreibung drin, wenn es dann bekannt stehen die Splatfest-Ergebnisse. Lustigerweise hat dieses Splatfest auch am Freitag schon begonnen und nicht am Samstag, wie es normalerweise sonst der Fall ist, um 19 Uhr. Und ja, ich wollte ganz schnell noch diese Information sagen und deshalb, was ist jetzt hier für ein Part von dem Splatfest-Tun und den Splatfest, bis dahin. Dieses Splatfest wäre mit normalen Splatoon, Ranked-Modus und nur neue Newbies und bis dahin, sei schau, euer Ninja-Shi, Tendo. So.